Willkommen zurück bei Dead Man's Diary. Endlich mal wieder können wir hier ganz in Ruhe und entspannt hier alles erkunden und entdecken. Wir haben es endlich mal geschafft hier. Jetzt gehen wir mal da runter. Gucken wir, was da ist. Nochmal Licht. Nochmal Bauteile, okay. Jodtablette. Achso, ein Topf, okay. Naja, warum nicht? Wo geht's denn jetzt lang? Batterie. Oh Gott. Wie sollte es auch anders sein? Es ist zappenduster. Ich sollte erst einmal für Licht sorgen. Okay. 2. Schalte das Licht ein. Da ist ein Pfeil irgendwie. Tunnel, oh Gott. Okay, da ist schon mal irgendwas zum Einschalten. Stoff. Alkohol. Hier hat schon mal jemand etwas vorbereitet. Übernachten möchte ich hier auf keinen Fall. Nee. Ich kann das Lager nutzen, um mir im Notfall irgendwelche Dinge herzustellen. Okay, da ist auch nochmal was. Getränk. Na, guck mal. Können wir nehmen. Bauteil Petroleum, okay. Ist mir schon wieder nicht ganz geheuer hier, ne? Petroleum. Hier brauchen wir auf jeden Fall Klebeband. Oh Gott. Okay, ich glaube, da oben ist nichts. Oh, Generatorbatterie, okay. Nochmal Petroleum. Generator. Streichholz, Klebeband, okay. Dietrich. Ist das hier nicht der Generator hier? Hallo? Ne. Ist er nicht. Aber wir haben Klebeband. Wir haben hier Klebeband. Sehr schön, Gott sei Dank. Jetzt können wir hier mal in Ruhe weitermachen. Ich gehe mal hier lang. Da ist schon wieder eine U-Bahn, ey. Oh mein Gott. Da ist ein Generator, oder? Ja, auch nicht, ey. Da. Weiß irgendjemand, wo der verdammte Schlüssel für das Diesellager ist? Ich habe einen vollen Kanister und komme nicht ins Lager. Ich stelle den derweil im Tunnel ab, wenn das okay ist. Ah ja. Da. Oh. Da fehlt was. Ich habe die Batterie von hier mitgenommen. Sie sollte für den Bau... Scheinwerfer sein, der rechts hinten in der Ecke steht. Ja, schön für dich. Fehlt aber noch was. Fehlt noch was, du Ochs. Warte mal, vielleicht ist hier noch was. Eine Batterie. Okay, Stoff ist da. Streichholz. Kann man da lang? Oh, tatsächlich. Da ist aber nichts. So. Dann nochmal zurück. Nochmal zurück. Nee, nix. Okay, warte mal, dann wollen wir hier Batterien wechseln. Okay. Trinken wir noch was? Das Essen ist auch schon wieder fast hier alle. Was braucht denn der jetzt hier noch? Komisches Öl oder was? Konserve.
Ach, guck mal. Da haben wir doch was. So. Schon mal was zum Essen. Batterie können wir mitnehmen. Dietrich brauchen wir nicht. Bauteil brauchen wir, ja. Können wir mal gebrauchen. Nochmal Konserve. Getränk. Na, jetzt geht's aber los hier. Noch ein Getränk. Alter, jetzt geht's aber ab hier. Okay, dann trinken wir mal eins. Nehmen das mit. Oh. Da fehlt noch was. Jetzt laufen wir dahinter. Denn hier überhaupt? Eine Münze, sehr gut. Münze ist immer gut. Da ist eine Tür. Jetzt gehen wir mal dahin. Oh oh. Petroleum. Jetzt, oder? Warte mal, Petroleum. Das ist doch jetzt für den Starter, oder? Für das, für den Strom oder nicht? Können wir jetzt machen? Hm. Ne, geht nicht. Aber fürs Essen da hinten, oder? Kann das sein? Das haben wir doch jetzt, oder nicht? Ja, haben wir. Sehr schön. So. Wunderbar. Dann gehen wir mal hier lang. Nee, da war ich schon. Was ist denn nun schon wieder? Die Tür hat kein Schloss, ist aber trotzdem verschlossen. Wie es aussieht, benötigt die Tür einfach nur Strom. Oder so. Also Bauteile finde ich hier immer, ne? Bauteile gibt es hier echt genug. En masse. Wie man so schön sagt. Ach, guck mal, das Alkohol. Kann wieder Verbände machen und so. Da ist ein Dietrich. Was? Da war doch was. Nö, dann nicht. Okay. Ich glaube, wir müssen mal auf... Warte mal. Bauteil, okay. Öffnen. Na, dann öffne mal. Getränk. Na, jetzt finden wir aber viel Getränke. Pumpen, okay. Bauteile. Ach, es war so klar. Findet man eine Tür, ist diese verschlossen und besitzt so ein verkacktes Sicherheitsschloss. Also starte ich die nächste Such- und Find-Aktion. Nicht dein Ernst. Da müssen wir doch dahinter laufen, ne? Hier. Ich ahne Schlimmes. Da ist ja auch noch eine Tür hier. Aber da kommt man nicht rein. Da. Das mit dem Wasser kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh. Ich hoffe nicht, dass dies der mögliche Ausgang ist. Ach, guck mal. Da haben wir was gefunden. Okay. Ich glaube, wir haben den Strom gefunden. Das Klebeband. Oh, sehr gut. Ich glaube, wir haben Strom gefunden. Ja. Sehr gut. Starten. So. Wunderbar. So, der Strom ist da. Machen wir mal hier Strom.
speichern wir mal. Weil nicht, dass hier irgendwas passiert, ne? Dann gehen wir mal hier entlang. Oh, ich dachte, da war Klebeband. Okay. Machen wir hier nochmal. Genau. Und da nochmal E. So. Und nochmal C. Können wir auch mal machen. Oh. Okay. Ah, jetzt ist offen, oder was? Ich glaube, die Tür ist offen. Okay. Bauteile. Da ist eine Münze, ne? Oh Gott. Oh Gott. Alle Achtung. Oh. Wo bin ich denn hier gelandet? Scheint eine Monsterhalle zu sein. Apropos Monster. Das ist wie geschaffen für die. Bitte nicht. Bitte nicht. So. Ja, das ist wieder. Schon wieder Wasser hier, ey. Solange das mit den merkwürdigen Stromschlägen im Servicetunnel 18 nicht geklärt ist, bleibt dieser vorerst aus Sicherheitsgründen geschlossen. Anweisung von ganz oben, na, die müssen es ja wissen. Ist da irgendwas? Nee. Oh Gott. Wo lang überhaupt? Hoffentlich kommt nix. Mami. Wo muss ich überhaupt hin? Da leuchtet was. Nee. Ah ja. Bist du der, den wir suchen? Wir haben einen lukrativen Job zu vergeben bei der Post mit sehr guter Bezahlung und Weihnachtsgeld. Du hast feste Arbeitszeiten und tolle Teamkollegen. Und Interesse, dann melde dich bei unserer Zentrale. Das hat sich dann wohl auch erledigt. Wieso erledigt? Hä? Getränk, okay. Hallo. Es plätschert gerade ein bisschen mehr. Ich habe keine Ahnung warum. Öffnen, Batterie, okay. Oh oh, oh oh. Da ist ein Klebeband. Hallo. Nimm den scheiß Essig. Generator, oh, guck mal. Warte mal. Da doch eine Box, oder? Ach, guck. Jodtablette. Da ist ein Getränk. Ja, man muss auch mal knien. Da ist nix. Bauteile, okay. Ja, jetzt haben wir so ein Generatorteil. Wahrscheinlich muss man das hier irgendwo aufmachen. Oh mein Gott. Speichern erstmal. Man weiß ja nie, ne?
Oh Gott, oh Gott. Wo ist denn da überhaupt ein Generator? Ich sehe keinen. Da kommt man nicht rein, ne? Naja. Wo war ich denn jetzt überhaupt drin? Und der da hinten, ne? Ja. Okay. Da ist ein Generator. Oh, Leute. Da fehlt noch was. Nicht dein Ernst. Mann, da fehlt noch so ein scheiß Kanister hier. Das ist doch blöd. Der da? Achso, okay. Ich habe nichts gesagt. Wow, ich bin etwas beeindruckt. Vor allem von den Schartenventilatoren. So. Jetzt haben wir den Strom auch da. Okay, können wir mal kurz speichern. Ja, jetzt können wir doch dahin, oder? So, was kann man hier machen? Nix, ne? Gibt es hier überhaupt Monster? Ich weiß nicht. Stoff? Bauteil? Ach du lieber. Sag bloß, ich muss gleich tauchen, oder was? Das kann ja lustig werden. So, machen wir mal hier Jodtablette. Bauteil, okay. Kann es sein, dass hier Wasser eindringt? Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Nochmal Getränk. Kontaminiert. Alter, was ist das hier? Ja, toll. Warte, kann auch hier hin, oder? Ja. So, was haben wir hier schon wieder? Oh mein Gott. Batterien. Da kommt doch gleich einer, oder? Wir haben das Sicherheitsschloss gegen ein einfaches Elektroschloss ausgetauscht. Ständig war der Schlüssel weg, das ist alles. Nur kein akzeptabler Zustand. Ja, ja. Blöd nur, wenn der Strom weg ist. Ja, blöd, ne? Ja, ist das nix? Ja. Nehmen wir mal die Konserve mit. Zack. Essen wir mal kurz was. So. Bauteil, Bauteil. Okay. Schon wieder eine U-Bahn. Kann das sein? Mein Gott. Ich hoffe für mich, da ist nur etwas umgefallen. Jodtablette. Da unten. Das ist auch ein Koffer, oder? Münze, also. Oh, scheiße, scheiße. Öffnen. Machen wir eh gleich Schluss mit der Folge dann. Streichholz. Okay. Wie weit geht das noch hier? Tränk? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ein Schlüssel für die Pumpenstation. Großartig. Es geht voran. Okay. Hätte jetzt nicht gedacht.
Dann können wir zur Pumpenstation oder was? Wenn wir die finden würden. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter bei Deadman's Diary und dann gehen wir zur Pumpenstation. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.